Hallo und ein herzliches Willkommen an alle tollen und neuen Zuschauer. Wir machen weiter bei Land of the Vikings. Und bitte glaubt nicht, dass ich euch den Countdown hier einfach nur so runterzählen lasse. Ich sitze mindestens 2 Minuten davor und höre mir den lässigen Soundtrack an. Ich stehe voll auf die Mucke. So, wir machen weiter. Unser neues Dorf großzuziehen. Ja, leider habe ich wieder vergessen, wie das Dorf heißt. Das muss ich mir merken. Das kann ich dem Entwickler, glaube ich, zukommen lassen, dass man nach dem Start einer Session irgendwo im Longhouse wäre es mal angesagt, hier zu sehen, wie das Dorf heißt. Ja, hier steht nur Village. Aber ich habe denn das Dorf benannt am Anfang. Ne? Aber man sieht es dann, glaube ich, bei den Raids. So, wo sind wir denn stehen geblieben? Sind wir mal Bäume fällen hier? Mal da die Stadt säubern. Wir bauen momentan nichts, wie es ausschaut. Warum geht die Maus so langsam? Das ist das erste Spiel, wo ich die Maus-Sensitivität nach oben stellen muss. Maus-Control-Speed, Kamera-Speed. Oh, Kamera-Turn-Speed, glaube ich, wäre das. Schauen wir mal. Ja, den Zoom-Speed, wenn ich schon dabei bin, werde ich auch nach oben setzen. Setzen wir alles mal nach oben. Im Weiten wollen wir nicht. So. Ja, ich würde sagen, den Zooming Speed kann man sogar noch nach oben treiben. Ja. Jetzt komme ich mit einem Mausrad-Dreh ganz nach außen. Na ja, fast. Voll aufdrehen. Naja, macht es jetzt auch nicht so. Aber gut. Nochmal zurück zum Geschäft. Wir bauen nichts. Also braucht man keine Bauer. Aber wir sollten was bauen, indem wir Holz geschlagen haben. Wenn wir die Tischler hier ein bisschen pausieren. Dann drehen wir mal die Geschwindigkeit nach oben. Es gibt ja auch Brücken. Ne? Hier wäre eine Brücke nice rüber. Würde sich den ganzen Weg hier sparen. Und ich könnte da drüben ein Holzfällercamp hinsetzen. Ja, die Brauerei, die bekommt erst Material zum Brauen. Und im Korn schaut es noch gut aus. Was brauchen wir hier? Aha, bauen wir schon ein Lager. Und hier noch ein Haus. Wir bauen doch etwas. Da möchte ich mindestens 5 Bilder dabei haben. Steine werden auch abgefarmt. Warum haben wir keine Feuerholzproduzenten? Weil wir kein Holz haben. Oh. Ja, aber da fehlt nicht mehr viel. Ah, da müssen die Leute jetzt reinbeißen. Entweder friert eine Familie, weil sie kein Haus haben, oder alle frieren ein bisschen.
Farmer brauchen wir momentan auch nicht. Gehen wir alle weg. Gatherer haben wir schon weggenommen. Jäger lassen wir noch. In die Mühle setzen wir noch einen rein. Ja, hier machen wir wieder kein Storage. Ja, ich werde auch mal die Jäger hier auf Eis legen. Also gut hat es mit Futter nämlich noch nicht ausgeschaut, wie bis jetzt, also wie jetzt. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich es diesmal anders aufgebaut habe mit zwei Jägern und zwei Früchtesammlern, zwei Gatherern. Aber hier sollte ja eigentlich alles von da reingehen. Und das Fleisch sollte hier reingehen. Ja. Genau. Gut ist auch. Aha. Wieso scheinen die so ausgegraut? Also jetzt nicht. Okay. Komisch. Ja. Die Mine wird langsam gebaut. Aber doch. Ja, wir haben den ersten Winter auch bald überstanden. Ach so, das ist ja schon der zweite Winter. Wir haben im Jahr 0 gestartet. Im Jahr 1 hatten wir dann den ersten Winter, auf Jahr 2 haben wir dann den zweiten Winter. Also jetzt sind wir quasi im zweiten Winter. Ich werde das Haus ist fertig. Okay. Das Haus ist fertig. Oh, okay, gut, dann sparen wir uns jetzt mal die Bilder. Ich habe gerade gesehen, ich brauche da Ziegelsteine. Da kommt früher oder später irgendwo, wo ist es? Weiß ich es nicht mehr, wo die Steinmine ist. Stone Pit, aha, hier oben, genau. Da oben kommt die Steinmine hin. Das heißt, ich sollte den irgendwie gar nicht so weit weg von der Steinmine positionieren. Ja, vielleicht auch gleich hierher. Aber da muss ich hier noch mehr Häuser herstellen.
Im kommenden Jahr müssen wir definitiv die Steinproduktion anschmeißen. Ich weiß nicht mehr, wie viel Stein da noch spawnt. Ne, okay. Ne, da liegt noch einiges. Aber hier haben wir schon ordentlich weggeräumt. Und der Weg wird immer weiter. Ah, hier liegt auch noch was. So, wir stehen kurz vorm Frühlingsbeginn. Ich werde das jetzt händisch einteilen. So, wir brauchen Glück und Geschwindigkeit. 1-1 Glück, 0-6-2. Ja, da nehmen wir schon. Also nicht. Na doch, Glück, ja. Entschuldigung, ich habe auf Intelligenz geschaut, nicht auf Glück. Man kann auch später die Eigenschaften der Dorfbewohner nach Region steigern, wenn man jetzt zum Beispiel da jetzt mehr Glück braucht. Und es gibt aber in der Nähe keine Leute, die, na, keine Leute, die jetzt dann irgendwie einen hohen Glückswert haben. Dann gibt es da später die Möglichkeit, mit den Totems hier die einzelnen Stats zu steigern. 10% mehr Stärke, 10% mehr Glück. Villagers give our area will be healer. Healthier. Aha, okay, mit dem Freier Totem machen wir sie gesünder quasi. Und das Odin Totem bringt Intelligenz. So, ich bekomme aber keine Punkte für den Tree of Life rein. Dem Futter zufolge nach könnte unser Dorf etwas größer sein. Aber wir wachsen. Es sind schon 57 Menschen, wir wachsen. So, der Spring is coming. Weil sich die Leute im Frühling gern vermehren. Oder besser gesagt, die Kinder im Frühling sprießen, brauchen wir mehr Häuser. Ah, genau, da wollte ich es jetzt aber nicht so hermachen. Ne? Ich sehe jetzt noch nicht, wo die Pflanzen. Da haben wir bei Pflanzen, wo der aberntet dann die Beeren oder so. Aber dich wollen wir gleich mal priorisieren. Wir haben keine Bilder. Haha, keine Bauer. Macht nichts, wir haben jetzt mal genug Stein. Ja, das Holz dürfte jetzt auch ausreichend sein. Können wir ein paar Bretter wieder produzieren. Zu weit weg. Zwei Leute. Da sind wir gar ein bisschen viele Leute drin. Hm? Gehen wir da noch raus. Setzen wir da noch wen rein. Er ist schon ziemlich müde, aber ja. Die müssen sich von alleine die Zeit nehmen, und um auszurasten. Achso, was haben wir denn an Fisch? Ja, Fisch wächst auch. Ja, da wird man momentan gar keine Hühnerfarm brauchen. Das läuft auch so. Oh, was ist da passiert? Uiuiui, ist da Zwerg gestorben? Also nee. Ich habe den Habelisten neu eingesetzt. Okay, da. Brauch mal. Okay. Ja, da müssen dringend noch ein paar Häuser her. Einfach nur, dass die Leute hier einziehen. Der Nähe der Arbeitsstätten. So,
da werden wir jetzt mal etwas das Durchgehen anpflanzen. Und hier auch automatisch anpflanzen. Obwohl, sollte ich einen tun? Ja, ich mache jetzt beide. Okay, kann ich noch nicht. Wieso? Achso. Genau, wir brauchen ja auch Farmer. Dann schaut es jetzt gar so aus, als wenn ich die zweite Mühle nicht brauchen würde. Vorerst. Obwohl, wenn sich das Verhältnis jetzt dann so weiter steigert, mit Nahrung zu Dorfbewohner, 400 Nahrung, 56 Dorfbewohner, wenn ich jetzt rechne, eine Nahrung für einen Dorfbewohner. Woher kommt das? Entweder hat sich da jetzt in Balancing was geändert. So, unsere Ziegelfabrikation kann bald starten. Ich muss dann Stonecutter open. Noch kräftige Männer hier oder Frauen. Da gibt es bei uns keinen Unterschied. Jeder muss arbeiten fürs Dorf. Hey, die sind ein bisschen weit weg. Okay. Die Not am Housing und am Holz. Mal hier oben abholzen. Jetzt hängt die Kamera wieder. Die fängt sich dann nach einer Zeit. Wie schaut es aus mit den Ressourcen? Leder, genug da. Ja, jetzt wird es echt Zeit, dass wir die Kleiderproduktion starten. Aber ich kann noch nicht. Ich kann noch nicht. Stone Pit könnten wir mal angehen. Obwohl, da möchte ich zuerst den Hafen fertig machen, weil da brauche ich auch eine Menge Bretter um die Fischerboote. Obwohl, ist nicht notwendig. Das Futter hält sich momentan so gut, dass wir... Was hat es mit der Kamera? In letzter Zeit, das passiert permanent. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es nicht mehr rekonstruieren. Naja. Vielleicht komme ich noch darauf. Meine Menschen müssen schneller wachsen. Aber mir fällt auch jetzt auf, bei dem Durchgang, dass weniger Migranten kommen, also Einwanderer. Um einiges weniger sogar. Hatte ich erst, glaube ich, einmal jetzt. In den ersten 2 Jahren. So, die arbeiten dran. Dann wird hier auch, jawohl, es füllt sich. Sehr gut.
So, auch hier ist das Haus fertig. Zwölf Stämme. Dann Stämme und boah, 144 Bretter. Puh. Na, die Wälder wachsen ja relativ schnell nach, ne? Das schon. Aber man muss ein bisschen die Balance halten zwischen Abroden und Wachsen. Schaut wirklich nice aus. Und es würde mir so viel Freude machen, wenn ich mir den Platz meines Ortssitzes selbst auch suchen könnte. Wenn ich den selbst platzieren könnte irgendwo, das Longhaus. Hier oben hier hergestellt und dann hier runter so der Weg zu den Schiffen. Man hätte so hier eine Wand, eine Wall quasi, eine Defense, hier auch. Es wird dann so richtig eine Bastion sein. Ja, wird mir gefallen. Schaut überhaupt nice aus da mit der kleinen Einfahrt hier. Ja, die Kamera hängt schon wieder. Aber das liegt glaube ich daran, wenn ich die Kamera drehe, während ich fahre. Dann irgendwann bleibt es dann hängen und glitscht dann einfach weiter. So, unser Shipyard ist fertig. Okay. Dann müssen wir Schiffe bauen. Ein Fischerboot. Dann haben wir das mal erfüllt. Dann hoffe ich doch, dass wir genug zusammenbekommen, dass wir dann in die nächste Stufe kommen. Hier brauche ich dann den Tailor, um Kleider herzustellen. Und auch der Schmied wäre wirklich wichtig. Also wäre es auch mal von Vorteil, wenn die Mine hier fertig werden würde. Was jetzt dann passiert, könnte ich ja eventuell hier mal auch jemanden einsetzen. Da, die leben hier ganz in der Nähe. Ich muss die Kleiderproduktion anschmeißen. Jetzt habe ich aber schon zwei Marktplätze und generiere aber jetzt nicht wirklich viel mehr Silber als. Also vom Gefühl her steigert sich das jetzt sehr, sehr langsam. Ich muss auch noch ein Lager bauen, es hilft nichts. Ich brauche noch ein Lager. Ich würde die Lager auch gerne etwas versetzen und nicht so nah ran. Ah, hier schaut es doch ganz nice aus. Warum konnte ich da die Flucht nicht wechseln?
Warum haben die automatisch angepflanzt, wenn ich das gar nicht in Auftrag gegeben habe? Hier ist automatisch anpflanzen nicht angekreuzt, hier angehakt, hier schon. Ich verdiene nicht wirklich viel Kohle, aber es hilft nichts. Ich muss hier ein bisschen was ausgeben. So, das geht. Man hat aber jetzt nicht keinen Wert. Ich habe keinen Wert, wie viel ein Stück das jetzt anhebt. Ich könnte jetzt mal mit 1 rechnen. Aber das kann auch nicht stimmen. Lass mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Deko-Stücke. Ja, super, jetzt weiß ich das Grundlimit nicht mehr. Von dem Lager ohne Deko. Aber es langt definitiv noch nicht, ne? Das kann man mal sagen. Ist zu wenig. Wagen, der kaputte Wagen kommt auch her. So, hier werden wir mal frühzeitig ernten, dass die Brauerei auch was zu tun hat. Werde ich auch mal einen Arbeiter einsetzen. Diese Entschuldigung. Jetzt wollte ich was sagen und der Husten kam mir einfach in die Quere. So, da kann jetzt das Bäumchen auch noch wachsen. Ein großer Baum hier. So, das Fischerboot ist fertig. Einsetzen. So, jetzt haben wir das Objective erfüllt. Was? Ich habe nur einen Punkt bekommen. Was? Das kann jetzt aber nicht sein. Ja, wie soll ich denn das erforschen, wenn ich nicht die Punkte dafür bekomme? Okay. Ist das ein Ernst? Schaut so aus. So, hier auch harvesten. Ernten, ernten. So, das Lager ist schon wieder voll. Was kriegt der von dem? Soll er ja nicht.
216, das muss ja da hinten sein, ja. So, die Mine bringt ihr Zeug hierher. Ja. Der Stein wird schon abgeerntet. Aber jetzt wird es dann schon langsam Zeit, ne? Da werde ich jetzt auch hier einen zweiten Tischler einsetzen. Wenn er mich lässt. Ich habe nicht mehr viele Arbeitslose. Trading Dock, wenn ich 50 Silber hätte. Dann könnten wir mal versuchen, ein bisschen Fleisch loszuwerden und Silber zu handeln, quasi Fleisch zu handeln und Silber zu bekommen. Weil der Händler, der zu uns kommt, der bringt uns da jetzt gar nicht so viel, weil bei dem können wir nur einkaufen. Da kann ich nichts verkaufen. Sehr schön, unsere Brauerei produziert Bier. Ja, hier, Newcomers will arrive in your village. Come on, come in. Able to escape an attack by looters. Oje, oje. Can't join. Yes, yes, join, join. Come on, please. 61 people less. Yay. Ah, jetzt ist nämlich dann schon Zeit, dass wir wachsen. Ich brauche mehr Arbeitskräfte. Ich habe zwar eigentlich gesagt, dass ich nur die Häuser baue, aber... Ich ändere ja oft meine Meinung, ne? Ich weiß nicht mehr, in welchem Lied das war, aber irgendwo in einem Liedertext war mal versteckt, dass Frauen so oft ihre Meinung wechseln wie ihre Unterhosen. Na Wahnsinn. Unsere Fleischproduktion steigt deswegen so rapide an, wenn wir hier permanent 10 Tiere haben. Jedes Tier, was jetzt neu dazukommt, da wird sofort das, ich nehme es mal an, so das älteste geschlachtet. Sie sagen zwar so, dass jedes neue Tier geschlachtet wird, aber ich hoffe nicht, dass die ganzen Jungen schlachten. So viel Hirn müssen die ja haben. So, der hier kann aber auch schon weg. Leute, ihr kostet mir einen Haufen Kohle für Deko. Ist ein Hammer, hey. Was braucht ihr so viel Dekoration hier?
Da könnte ich jetzt so ein, wo war das? Okay, ein bisschen spielen hier. nein. Ich war mir sicher, dass das... Es ist immer dasselbe. Wenn ich jetzt auf Deko gehe, ist der Zaun ganz vorn. Ja. Und sonst finde ich ihn nicht. Der lässt sich jetzt nicht... Okay. Einen kann ich setzen, der zweite geht sich nicht aus. Und interessanterweise kann ich den auch nicht drehen. Okay, innerhalb des weißen Bereiches, ich verstehe. Es zählt, wo der Cursor auftrifft. Dort ist der erste Punkt, opa, Dekoration, vom Zaun. Geht sich da gar nicht aus, gell? Naja, Cursor, also schräg halt. Ne? Warum nicht? Das war jetzt verkackt. Den habe ich verkackt. Aber jetzt, ja, so geht's. Nice. Ja, das Licht kommt noch rein, wenn wir mal genug Kohle haben. Irgendwie hapert es jetzt auch mit dem Silber. Aber dafür habe ich en masse Futter. Das ist wirklich jetzt schon extrem. Das Futter nimmt mir den ganzen Lagerplatz weg. Wo gibt es denn sowas? So. Aber weil jetzt nichts Größeres gebaut wird, denke ich mal, ich werde den Stone Pit hier angehen. Das dauert sowieso eine Weile. Mit 29, ja, die 50 Silber. Oder was waren das jetzt? Waren das jetzt 50 Silber? Ne, gar nichts. Achso, die 50 hätte ich für den Dings gebraucht, genau. Ah, auf die möchte ich jetzt sparen. Sehe nix. So, dann werden wir jetzt hier mal, glaube ich, die Leute rausnehmen. Ich habe ja hier noch einen Jäger. Gut, den Jäger nehmen wir auch raus. Setzen wir hier mal ein. Und wenn nicht, dann halt mehr Leute in die Mine. Aus der Umgebung. Fishermen are not happy with the newcomers. Ja, da waschen die Neuankömmlinge ihre Wäsche im Fluss. Und jetzt versuche ich mal, ich will mal schauen, was passiert, wenn ich sage, wascht eure Wäsche
mit dem Wasser vom Brunnen. Also nicht im Brunnen, sondern mit dem Wasser vom Brunnen. Mal schauen, was passiert. Ob uns dann, keine Ahnung, das Wasser ausgeht, obwohl ich ja einige Brunnen gesetzt habe. Könnte man ja fast gar nicht vorstellen. Aber ich sehe schon, ich habe zu wenig Holz für die ganzen Baustellen hier. Dann müssen jetzt die Laubbäume auch fallen. Nee, jetzt wollte ich hier die Straße verbinden und dann nach oben bauen, aber nein, jetzt bin ich kurz vor meine 50 Silber. Und dann will ich das Trading Dock bauen. Ich glaube, mein War Dock baue ich dann hier drüben her. Da mache ich dann hier oben so obligatorisch einen Wachturm. So, hier braucht man keine Leute. Wir haben genug Futter. Ich muss jetzt mal hier auf meine. Was brauche ich? 4 oder 5? 5. Ich brauche jetzt mal meine 5 Punkte. So, mit dem Lager arbeitet niemand. Aber weißt du was? Ich mache das Lager einfach leer. Soll hier niemand mehr was reintun? Hier 2. Und du hattest die Hütte, dies und den Jäger da hinten. Den wir jetzt eigentlich auch nicht brauchen. Ja, dann müssen wir die Brauerei, die Ranch. Gatherer hat den Hunter. Ja. Ich kann nämlich jetzt das Leder und so noch nicht verarbeiten. Das ist das Doofe. Das füllt jetzt die ganzen Lagerräume. Aber macht ja nichts, ich kann ja die Lager später abreißen. Ich muss ja nicht überall Leute drinnen haben. Das kann sich schon. Oh mein Gott. Jetzt haben wir auch ordentlich Eisen. Da muss dann später auch noch ein Schmied her. Definitiv muss der Schmied hierher. Wir haben immer noch eine Menge Weizen auf Lager. Bis, hoppala. Ne, gar nicht. Das ist der Weizen. Entschuldigung. Ja, wir haben immer noch genug. Das Bier braucht man dann, um unsere Leute auf hoher See zu verköstigen. Man kann es keine. Warum steht denn das Boot eigentlich hier? Ich habe doch 2 Fische eingeteilt, oder nicht? Einer darf ja wohl das Boot benutzen. What the heck? Den habe ich auch noch nicht erforscht. Kann ich gar nichts machen, außer zu warten. Ja. Leider. Kann nichts machen, außer zu warten.
und uns um die Bedürfnisse unserer Einwohner zu kümmern, sowie Holzbeschaffung und den Hausbau. Ist eigentlich was gelagert? Nicht so viel. So, Ziegelproduktion waren wir fleißig. Die können wir stoppen. Die Leute gehen wir frei. Da bauen wir wieder ein bisschen Weed an. Ohne Weed geht gar nichts. Noch keine Straße. Okay. Oh, 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 oh. Oh, oh. Es ist immer kein guter Indikator, wenn die Zeit von alleine von 3 auf 1 springt, weil jetzt haben wir gleich ein Desaster. Die Desaster sind nicht im Schnellvorlauf zu erleben. Zum Glück. Tor lässt man wieder krachen. Schauen wir uns das mal ein bisschen weiter weg an. Ohne Bäume am besten. Krachen schon die Häuser zusammen, nee, oder? Oh, das war knapp. Das war knapp in unserem Feld. Ich liebe Gewitter. Ich stehe so auf Gewitter. Ah doch, da hat es ein Haus erwischt. Hier auch. Das Limit aufheben auf 200. So, wir haben es überstanden. Ich kann die Zeit wieder nach vorlaufen lassen. Thunderstorm. The God of the Sky is angry. The Giants must have made Thor very angry. His rage was felt even from Midgard. From Midgard. Ja, ist halt komisch geschrieben, aber man weiß, was gemeint ist. Some building collapsed, people died and become crippled. Oh, yeah, shit. Und ich habe wieder kein Geld, um irgendwas zu fördern hier. Und auch, was? Ich soll 4... Warum kann ich nicht 4 Tiere opfern? Ich habe ja genug Tiere. Okay, ich kann gar nichts machen. Interessant. Ach, herrje, weil ich da keine Leute drin habe. Okay, kann man nichts machen. Ja, dann nehmen wir auch wieder anpflanzen. Selbige. Hier werden wir auch dasselbe. Ich habe zurzeit einfach genug Futter. Ich könnte hier hinten auch mal die Bäume fällen. Das war ein ewig weiter Weg, aber. Ja. Vorerst habe ich Zeit. Ich warte immer noch auf meinen auf zwei Forschungspunkte brauche ich noch. Meine Güte, bei Odens Bad. Also mal ein bisschen Einteilung machen hier.
habe ich schon ziemlich gut eingeteilt. Da kann ich so jetzt gar nichts machen, außer dass ich Lagerhaus-Mitarbeiter, hier haben wir zwei. Hier habe ich die drei drin, ne? Ich werde die Mine entlasten. Und auch das Lagerhaus. Jetzt habe ich wieder 15 Laborer, Transporteure, alles Könner. Also Laborer steht für Arbeiter, Hilfsarbeiter, Tagelöhner, Landarbeiter. So, wir brauchen Häuser. Naja, schon langsam, jetzt sind wir auf 89 Silber. Ich hoffe nicht, dass ich erst bei 80 Einwohnern den nächsten Sprung mache, was den Forschungsbaum angeht. Aber ich kann, bis auf das kann ich sonst nichts erfüllen. Von den Objectives. Der Sturm wütet immer noch. Und die ganze Nacht und den halben Tag über. Ich mache hier gezielte Waldpflege. Ich nehme nur die alten großen Bäume raus. Ach ja je, die haben schon wieder keinen Lagerplatz. Schaut's denn eigentlich mit den Kräutern? Ja, obwohl ich so viele Sammler habe. Ah ja, die Kräuter sehe ich ja nicht hier. Sehe ich denn die denn? Verstreut auf alle Lager. Eigentlich sollte es der hier geliefert bekommen. Oder wahrscheinlich nicht mehr ab. Aha, okay, aber dafür kommen sie jetzt hierher. Ja, was ist, wenn ich den hier rausnehme? Die anderen Leute holen sich ja, was sie brauchen, glaube ich. Ich schau mal, ob das jetzt weniger wird oder nicht. Ich weiß doch nicht von was. Weil ich keines der Materialien hier verarbeite, das ist voll mit Leder und mit Wolle.
2,5, 2,15 habe ich Platz. Jetzt müssen wir warten, bis das Zeichen weggeht. Ich werde noch ein Boot bauen zum Austausch, dass das eine mal repariert werden muss. Die schöne kleine Wikinger-Gemeinde. Es ist immer wieder nice, so ein Dorf neu zu starten. Jedes Mal beim Bauen hat man Ideen, die man gerne umsetzen möchte, aber dann bis zum nächsten Start warten muss. Ich habe einen Kollegen, der spielt ein Spiel und wenn er einen gewissen Fortschritt hat, was er denkt, hey, das könnte ich von Anfang an so machen, weil dann wäre das besser, fangt er sofort von vorne an. Ja, grüß dich, Warhammer. Servus, freut mich, dass du wieder dabei bist. In der gechillten Atmosphäre von, ich weiß nicht mal, wie das Dorf heißt, irgendwas mit War. Ich muss nochmal die erste Folge anschauen, ich habe es letztens schon gesagt. Macht euch keine Sorgen, ihr lieben Leute, Häuser werden gebaut. So, aber jetzt dann hier zweimal Ruhe. Wir haben jetzt über 100 Bretter, das reicht mal vorerst. Das nächste Erdbeben kann kommen. Ich würde dann jetzt gern mal wieder mehr Holz auf Lager haben, denn ja, der Sommer ist vorbei. Im Herbst wird dann schon langsam auf den Winter vorbereitet. Das geht dann immer schnell. Hier möchte ich gar nicht so viel mehr bauen, denn hier wird dann der Verteidigungswall gezogen. Von Steinmauer zu Steinmauer hier so rüber. Weiß auch noch nicht genau, wie ich es mache mit dem Tor. Aber das werden wir dann sehen und umbauen, wenn es soweit ist. Was haben wir denn hier jetzt schon wieder? Ja. Hier überflutet uns das Brot. Das heißt, ich werde die Windmühle hier reinnehmen. Ja, der Jäger da hinten ist eigentlich egal, es sei denn, er hat noch was gelagert. Ja, Fleisch. Aber die holen halt nichts, solange das Lager voll ist. Logisch, wo sollen sie es denn hinstecken? Geht nichts mehr. Voll ist voll. Was ist das? So ein beladener Wagen. Es hat zuerst ausgeschaut wie so ein Tisch mit der Bank. Hat es was gebracht? Etwas. Jetzt sollte hier eigentlich auch das Fleisch dann abgeholt werden.
Jawohl, kommt in mein Dorf. Fühlt euch wie zu Hause. Momentan ist noch Frieden. 10 Leute noch, dann haben wir das nächste Achievement. Also Objective, Entschuldigung, Objective. Und dann können wir im Baum nach oben klettern, hoffe ich doch. Dass wir dann 2 Punkte bekommen. So, meine Lieben, ich brauche was Frisches zu trinken. Ich gebe mir ein paar Minuten Pause. Ich lasse das hier einfach mal gesaved weiterlaufen. Wo ist mein Playtest 1? Hier. Lassen wir mal gesaved weiterlaufen. Und ich bin gleich wieder da. So, habe ich was versäumt? Ja, wir haben einen Punkt dazu bekommen. Na, sehr schön. Vielleicht sollte ich öfters mal was zu trinken holen gehen.
73 Menschen haben wir, 79, na, 73, 79 Zufriedenheit. Ganz okay, ganz okay. Am Verteidigungswert arbeite ich jetzt auch noch nicht. Ist noch unnötig, glaube ich. Obwohl ich dann schon gespannt darauf bin, wie es im fertigen Spiel dann abläuft. Ob ich einen ersten Erkundungstrip machen muss, damit die Leute wissen, dass ich existiere, oder? Schaut sich mein Brot aus, ganz okay noch. 25, das Futter steigt, obwohl wir an der Anzahl der Menschen auch steigen. Das ist interessant, wirklich interessant, wie das jetzt hier läuft. Hier ist mein Kornspeicher voll, hier ist er fast voll. Ja, ganz ehrlich, ich könnte jetzt fast schon... Ich möchte schon noch einen bauen. Bis wieder habe ich zwei. Weiß halt nicht, ob die jetzt hier so vorbeikommen. Aber ich glaube schon. Die Leute sind schlank. Steht sie mir im Weg etwas. Den kleinsten Weg, den ich bauen kann. Und der geht sich aus. Ah, ich liebe das. Ich liebe es. Ich dachte, ich muss bis auf Männerlord warten, um so Wege zu bauen, wie ich sie mir vorstelle. Aber ich glaube schon fast, dass das hier ja im Genre City Builder für mich das Highlight des Jahres war, muss ich ehrlich sagen. Ich habe einige ausprobiert, auch Aquatico war recht interessant, das kommt ja auch bald raus mit dem Unterwasser-Setting. Dann gibt es noch ein zweites, das ist jetzt kein City Builder, aber so ein Aufbauspiel unter Wasser, wo man quasi ein Forschungslabor unter Wasser hochzieht. Da weiß ich jetzt den Namen gerade nicht, das ist meistens so, wenn man gerade in einem Spiel ist und man redet von einem anderen, zu 90% fehlt einem der Name im Gedächtnis. So, wir haben Bretter, könnte man ein paar herstellen. Ich gehe mal da wieder ein paar Bäume fällen, etwas weiter weg, weil wir jetzt dann nicht so dringend brauchen. Aber die Bäume, die näher an uns hier ranwachsen, die lasse ich noch hochziehen für den Winter. Die Kamera sich nicht wieder mal aufhängen wird. So, na gut. Dann lassen wir die Fischer mal vom Fischen befreit sein. Jetzt wirklich schauen, wo ich mit meiner Nahrung hingehe. Ich brauche noch ein Ding, dann kann ich den Dings weiter erforschen. Dann kann ich mal die Lager etwas leeren, indem ich Kleider herstelle. Da geht es dann zum Steinhaufen hoch, da kann ich dann auch hier ein paar Häuser herbauen. Da wird sich auch noch eins ausgehen. Ein kleines, vollgestopfte Innenstadt. Was machen wir hier? Könnten
man ja auch noch irgendwas herbauen. Ich habe Waren im Überfluss. Oh, aber mir fällt's auf. Steine fehlen. Deshalb wird da nichts gebaut. Habe mich wohl zu sehr aufs Holz konzentriert. Ich finde das wirklich eigenartig. Im letzten Run habe ich ziemlich früh schon mit Gehegen gearbeitet. Einmal eine Hühnerfarm und dann eine Ziegenfarm. Kam aber mit dem Futter nicht aus, kam mit dem Leder nicht aus. Also da haben sie definitiv was nachgepatcht. Das ist spürbar. Ich müsste noch so ein Futterlager hier aufstellen. Ich werde mal hier auch schauen, ob ich das Gamma hochdrehen kann. Okay, da stimmt ein Gamma-Wert auch etwas, glaube ich, nicht so richtig. Natürlich könnte ich da auch entgegenwirken. Ein bisschen das Lager, den Lagerraum aufbessern. Mit den Kisten ergibt es ja Sinn. Aber warum, wenn ich hier Holz wird nicht mal gelagert hier drin. Das ist das Beste. Das wäre zumindest eine kleine Feinheit, wenn ich sage, okay, bei den Lagerhäusern, da kann ich die Holzdeko hinsetzen, ja, okay. Obwohl da ja auch kein Holz eingelagert wird. Das ist ja auch interessant. Holz wird ja hauptsächlich nur in diesen kleinen Lagern hier gelagert oder halt dann auch beim Tischler. Oder halt auch beim Feuer Holzproduzenten, beim Holzscheitproduzenten. Aber sonst gibt es kein, bis auf die kleinen Lager hier, gibt es keine Sammellager. Na, hier haben wir ein ordentliches Waldstück. Also Bäume, Holz haben wir hier genug. Es ist eine mittlere Karte mit vielen Ressourcen weit weg und auf der großen Karte sind wenig Ressourcen, aber näher dran. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Stein. Mal schauen, dass wir hier ein paar Leute mehr ins Bauwesen bringen. Ja. Die verschwundene Dolchgeschichte, ja, die wollen wir gleich mal untersuchen. Konnten wir letztens nicht machen. So, jetzt werde ich mal hier ein bisschen Leute einteilen, da bekommen wir dann wieder mehr Kohle. Und ja, ich hoffe, dass die dann auch ein bisschen mehr das Essen verteilen. Ja, die ernten dann schon, wenn es soweit ist.
Ich werde mal priorisieren, dass die Häuser fertig werden. Wenn wir dann kurz vor unserem Sprung sind. Schaut sie mit dem Stone Pit aus hier oben. Der Steinmine. Ja, da haben sie auch schon fleißig geliefert. Ah, da haben sie jetzt die ganzen Bretter verarbeitet. Justice Dilemma. Knowing that he is not like everyone else. Aha, jetzt gibt es gleich ein zweites Dilemma hinterher. Nee, wir zahlen die 25, denn ich will sie nicht verbannen. Ui. Everyone is having fun at the inn. Au. Er war besoffen und hat den Dolch, der ist ihm dann aus der Tasche gerutscht. Somewhere dancing, there was also among the dancers. He was so drunk that he could hardly stand. After a while he stumbled and fell to the ground. Everyone looked at him and laughed. They noticed something falling out of his pocket. Everyone suddenly fell silent and looked at him. What he dropped was Adil's dagger. Oh mein Gott. Please forgive me, I need money. Also, in Canuto. Wenn wir ihn jetzt rausschmeißen, wäre der Schuldige, also der Leidtragende quasi happy. Und seiner Familie nicht. Wir könnten ihm 40 Silber Straf zahlen lassen. Ich glaube, das werde ich machen. Wir könnten ihn noch foltern oder ihm vergeben. Nee, er soll die 40 Silber zahlen. Ich habe gerade 25 für den anderen Typen zahlt. Außerdem brauche ich hier mehr Deko. Hier das Lager ein bisschen ausdehnt. Schon voll bepackt das Lager hier. Aber wir haben wieder Platz. Der Winter ist gekommen. So. Wir warten immer noch auf unseren. Aber Ich glaube auch, dass nach dem Winter bekommt man automatisch einen Punkt, wenn man den Winter überlebt. So, ihr könnt hier mal ernten und nichts mehr aussehen. Oh, da ist jetzt ein Baum gewachsen. Lass mal stehen, solange wir keine Häuser bauen. So, jetzt habe ich den Moment. Dem Moment, wo ich die Kammer ein bisschen nachstellen möchte. Ja. Ist angenehmer, als wenn das jetzt auf einmal komplett ins Schwarz fällt, weil der Tageswechsel ist dann immer. Eigentlich heißt es ja, die am dunkelsten ist die Nacht kurz vor Morgengrauen. Weil da der Mond auch weg ist.
Warum ist denn da ein Schiff, ein Boot draußen? Achso, weil es gebaut ist, aber nicht eingeordnet. Warte mal. Zack. Können wir das hier mal reparieren lassen. Was? Wieso reparierst du das Schiff nicht? Das Boot meine ich. Hallo? Okay. Ah, ich habe meinen fünften Punkt bekommen. Wodurch? Wie auch immer. Keine Ahnung. Aber hier müssen wir dann rüber, wenn wir unsere Armee pimpen wollen. Und hier ist auch irgendwo der Verteidigungsberg. Ja, genau, hier. Aber das dauert noch ein, zwei Jahre. Jetzt möchte ich mal erwartet, wie es ist. Nicht, nein, Produktion. Genau, Kleiderproduktion. Und die pflanzen wir jetzt gleich mal hier neben dem Überschuss an Wolle und was weiß ich. Wolle und Leder. Es ist jetzt wieder eine Geschichte. Wenn ich jetzt den Schmied hier rüber setze, habe ich das Eisen näher. Aber das Leder und die Wolle nicht. Das Leder könnte ich hier durch den Jäger generieren. Das wäre kein Problem. Aber mir geht es ja auch um den Lagerbestand. Jetzt haben wir schon hier 70 Eisen. Habe ich Silber gesagt vorher? Ich meinte Eisen. Aber ich glaube, der Schmied, der kommt ja auch erst noch. Das wäre ja dann... Ne, gar nicht. Gar nicht. Tja, das ist jetzt wieder die Frage, ne? Wohin mit dem Schmied? Das wäre jetzt gar nicht so weit hier, muss ich ehrlich sagen. Und setzen wir den Schmied hier rüber. Sehr nice. Gefällt mir das. Gefällt mir das? Ja, gefällt mir. Newcomers, komm hin, dann haben wir gleich den nächsten Ding auch erreicht. Dann haben wir unsere 80 Einwohner überschritten. Sehr schön. Jetzt habe ich wieder 5 Punkte bekommen. So läuft das Ding. Ja, ich muss hier rüber. Ich muss mit meinem Futter was machen. Leider. Oder warte mal, was sagt er dann als nächstes? Training Camp, Time to Trade. Ja, das werde ich machen. Das ist dann auch erledigt. Und dann können wir ja zu den Warriors rübergehen. Ja, das ist wirklich, man muss die Forschungspunkte etwas taktisch anlegen. Und ich glaube, den Fehler habe ich hier gemacht, dass ich schon zu früh auf den Seitenstrang gegangen bin. Deswegen haben mir die Punkte für oben und nach oben gefehlt. Also bis hierher sollte man mindestens straight nach oben gehen, damit man ja nicht so wie ich jetzt 2 Jahre oder mehr wie ein Jahr im Leerlauf ist quasi. Exploration geht schneller. Okay, kann ich jetzt dann... Ja, Trading Dock. Trading Dock. Das könnte man ja hier rübersetzen. Wieso nicht? Man muss ja nicht
alle immer hier haben, ne? Oder hier? Nee, das geht nicht, da kann er nicht reinfahren. Nee, das passt schon. Das Trading Dock setzen wir einfach hierher. Oder? Nee, da wollte ich ja das Ding machen. Nee, gar nicht. Hier kommt's. Genau, hier wollte ich ja das War Dock machen. Exactly. So, du bekommst eine Priorität nach oben. Okay. Hier Haus fertig, da ist das Haus auch fertig. So, 85 Einwohner. Und sobald der hier fertig ist, da wird ein paar Leute rein und dann gleich zuordnen. Haben wir jetzt irgendwas Neues eigentlich dazu bekommen, wenn ich schon schaue? Nee. Das ist ja blöd, ja. Das Lagerhaus hier gemacht. Warum? War eigentlich gar nicht so klug. Wieder kein Stein gelagert hier. War gar nicht klug, ganz ehrlich gesagt. Ich werde die Mine einfach vorerst hier mit reinnehmen. Und der Hunting hat es ja nicht aktiv. Wenn ich jetzt gar nichts auswähle, dürfte er auch nichts mehr einlagern. Dann geht es eigentlich nur darum, dass die dann halt die Sachen von hier darunter transportieren. Also hier kann ich es ja nicht einstellen. Aber hier schon. Ja. Genau. Wir sollen jetzt hier das leer räumen. Wenn der Schmied fertig ist, bekommt der Leder und Eisen und dasselbige aber auch unser Kleiderproduzent hier. Der muss uns ja auch dann die Rüstungen machen. Aber wir fangen dieses Mal mit dem Schmied, glaube ich, an. Wegen den Iron Tools und den Weapon Tools. Wo ich ja auch tendiere dazu, einen zweiten Schmied zu bauen, aber mal schauen. Vielleicht ist ja das auch irgendwie gebalanced worden, dass das jetzt dann ja, mehr bringt. Jetzt geht Holz weg. Jetzt geht Holz weg. Aus dem Grund habe ich die Bäume hier stehen lassen, damit die im Winter schnell und
effizient transportiert werden und nicht allzu weit weg sind. Weil jetzt braucht man Bretterproduktion, Feuerholzproduktion und eine Baustelle. Da geht jetzt dann einiges drauf. Haben wir Laborer, haben wir Warehouse, Carpenter 2. Zwei Leute in der Mine reicht aus. Legen wir in der Brauerei etwas nach. Das Bier braucht man dann bald, wenn der erste Händler oder unser erster Ausflug zu einem anderen Dorf zum Handeln, wenn wir den angehen, braucht man schon mal Bier. Ohne Bier geht da gar nichts, da wollen die nicht wochenlang auf dem Meer draußen bleiben. Verstehe ich nicht, wieso. Die Farmer kann ich mir jetzt sparen eigentlich. Die Gatherer spare ich mir jetzt auch. Oh. In der Mühle ist niemand. Das ist Verschwendung, denn wir haben zwar nicht wirklich Platz für Futter, ne? Aber so, haben die hier das schon abgeholt? Ja. Achso, nicht von hier, von hier. Ja, aber das Ding ist weg, ne? Also, das Fleisch ist draußen. Der Schmied ist auch bald soweit. So, mal gucken, was könnt ihr machen? Gehen wir alles auf Null. Leder. Ja, ihr macht mal Winterklamotten, ganz, ganz wichtig. Und die Supplies kann ich ja nicht einstellen. Da müsste man dann jetzt hier anfangen, endlich mal Leder zu verarbeiten. 152. Die Ziegel sind auch schon wieder weg. Ziegelproduktion hatten wir hier. Das ist nice, die wohnen ganz in der Umgebung. Ganz nah. Wir verbrennen das Holz wie ein Marathonläufer Kalorien. So, wir brauchen hier noch Bretter und Steine. Wenn ich schon bei Steinen bin, wo haben wir denn hier? Ist das näher? Ja, schon langsam nicht mehr. Ja, ja, holen wir es dazu. Ich kann es mir vom Futter her leisten. Und es bedeutet ja auch gleich mehr Arbeiter. Und die können ja dann auch gleich mehr transportieren. Und
Wir brauchen mehr. Die Holzproduktion läuft, wenn wir Holz bekommen. Ja, die Kamine arbeiten, also wir haben genug Feuerholz. Ich muss mehr Bäume fällen. Okay, das wäre übertrieben. Obwohl ich mit, ich weiß jetzt nicht, wie viel es waren, aber ich glaube, über 50 Holz bin ich in den Winter gegangen. Aber ja, dann habe ich ja die Baustelle hier begonnen. Und die frisst schon ganz schön. Überhaupt, wenn ich jetzt die Bretterproduktion hernehme. Häuser würden sie jetzt auch wieder brauchen. Ja, da warte ich zuerst, bis hier die Bretter. Da kommen jetzt vier, genau. Und nochmal. Verstehe nicht, wieso ich das nicht reparieren kann. Also, ich würde sagen, es ist zu wenig. Achso, da ist ein Indikator, glaube ich, oder? Wenn er den ersten Punkt unterschreitet. Vom Grünen. Ja, möglich. Schauen wir mal. Schlachte zum also nicht zum ersten Mal, aber seit 2 Jahren schlachte ich wieder mal ein Tier. Ja, wir brauchen Häuser, dann möchte ich noch mindestens eins hier haben. Machen wir noch eins hier. Jägermine, Steinmine da oben. Die sind noch nicht priorisiert, nein. Okay, der bekommt jetzt nur mehr die Ziegel. Das heißt, das Holz geht jetzt wieder mal in unsere Tasche. Oder besser gesagt, darf sich der Tischler schnappen. Entschuldigung. Jetzt ist der auch fertig. Sehr schön. So, alter Schmiedemeister Guttorn Adilsson.
der darf uns jetzt Iron Tools produzieren. Achso, darf er gar nicht, Entschuldigung. Ach Gott, ich hab's ja vergessen. Das ist ja eine Eisenmine. Man kann ja die Minen jetzt nicht direkt zuweisen. Hätte ich doch hier oben noch eine zweite bauen müssen. Wo ich jetzt halt nicht genau weiß, ist das jetzt Eisen, ist das jetzt Kohle? Wir werden es sehen. Schaut irgendwie gleich aus. Aber ich sehe es vorher nicht. Kamera, bleib stehen. Nein, ich sehe es vorher nicht. Achso, ich habe einen Zuwanderer bekommen. Habe ich jetzt ganz vergessen. Da brauche ich ja immer zwei Häuser. So, das eine steht gleich. Das ist schon fertig. Sehr schön. Noch 20 Steine. Ziegel. Die habe ich schon. Sehr gut. Mit der Rinderfarm habe ich auch gesagt, die möchte ich größer machen. Wenn man die so klein gemacht hat. Ja, Schiffsbauer brauche ich momentan auch nicht. Ich glaube, hier muss ich dann rüber für die Handelsschaluppe. Ach so, Entschuldigung, das habe ich vergessen. Okay, Trading Dock ist fertig. Was wollte ich aber jetzt nicht? Ich wollte hier bleiben. Und zwar Fabrics. Sehr schön. Aber warum haben wir Winterklamotten auf Lager? Die Leute sollen sich mit Winterklamotten eindecken. Was soll die mal ein paar Fabrics herstellen? Ein paar Tücher, Stoff. Damit wir für Segelschiffe auch den Stoff haben. Ah, das ist jetzt auch doof, ne? Also ich habe den Trading, das Trading Dock, aber ich kann leider nicht ein Schiff bauen. Builder Training Camp, das kommt noch. Ja, das wird damit erledigt. Aha, das haben wir jetzt erledigt. Da bekomme ich drei Klamotten, aber keine, doch einen Forschungspunkt auch.
was Automatic Ship Repair Feature unlocked. Ach, das ist aber nice. Das ist nice, ja. Automatisches Reparieren bei den bin neugierig, ob das dann auch auf die Fischerboote zutrifft, denn da war es wirklich nützlich. So, das Haus hier ist fertig. Der nächste Frühling steht uns ins Haus. Ja, wir hatten noch keinen Besuch von einem Händler. Und auf Exploration kann ich noch nicht gehen, da brauche ich noch das War Shipyard hier so. Und das haben wir noch nicht erforscht. Also. Brauche ich da jetzt wieder 6 Punkte. Und kann aber vorher nichts machen. Tja, das kann ich mir jetzt aussuchen. Ich werde die Kaserne hier drüben herbauen und dann hier das War Dock herbauen. Dann haben die nicht weit zu laufen. Dorfbewohner, Stadtbewohner. Ja, ab 100 sind wir schon sicher eine Stadt, ne? Kein Dorf mehr. Wir könnten ja mal ein Fest ausrichten. Ja, das machen wir jetzt mal. Wir feiern ein Frühlingsfest. Arrange fightings in the name of the gods. Villagers would be very happy. Strange and speed bonus is gained. God blessing. Fragezeichen. Some village maybe die and go to Valhalla. Ja, machen wir das mal, ne? 96 Leute, mal schauen, ob das wer abkackt. Habe jetzt nicht gesehen, ob die jetzt gefeiert hätten oder nicht. Die Zufriedenheit ist auch nicht angestiegen. Obwohl wir es ja in diesem Winter jetzt schön warm haben. Das muss man ja auch sagen. Müssen die Leute auch zu schätzen wissen. Ja. Firewood, Firewood, Firewood. Dann lass mal hier die Produktion stecken. Gebaut wird gerade auch nichts. Es ist halt irgendwie auch doof, dass ich das Feuerholz nicht unterm Jahr mal zu einem gewissen Stand produzieren kann. Ich glaube, das geht nicht. Ich bin zwar jetzt hier ich wollte auf 100 hoch. Ja, machen wir 109, soll mir recht sein. Vielleicht produziert er dann auch im Sommer so lange,
bis er das Limit erreicht hat. Ich würde da gerne mit einem größeren Kontingent in den Winter gehen. Also nicht Jobs, ich brauche die Ressourcen. Naja, ich habe null, ne? So. Der kann uns ja eigentlich Schilde machen. Mehr geht nicht, wenn wir keine Kohle haben. Gut. Haben wir es geschafft? Haben wir jetzt sämtliche Steinvorkommen vernichtet? Nein, noch nicht. Aber jetzt wäre es dann schon angesagt, ne? Hier auch Leute reinzusetzen, denn die Baustelle ist fertig. Ach du gute Güte, sind die weit weg. Ach du gute Güte. Jetzt muss ich aber dann die Straße nach oben ziehen. So, weiter kann ich mir das nicht leisten momentan. Er ist schon eine Strecke da hoch. So, 99 Dorfbewohner und wir bekommen mehr Leute rein. So, dann können wir ja auch endlich mal genutzt unsere Halali. Wir haben ja auch keine Leute mehr. Dann muss ich das nehmen, was als nächstes da ist. So, zwei Fischer. Ja, schon langsam gehen die Ressourcen auch weg. Jetzt haben wir schon 6 Feuerholz auf Lager. Was sagt die Mine hier? Ist noch nicht fertig. Die wird nämlich auch noch Arbeitsplätze brauchen oder Arbeiter brauchen. Einwohner. Und wir können sie alle versorgen ohne Probleme. Mit Arbeit und Essen. Alles, was das Wikingerherz begehrt. Das Kämpfen kommt noch. So, ich werde aber hier jetzt auch Justice Dilemma. Ich sehe jetzt halt nicht, wie alt der ist oder. Ja,
okay. Bevor ich jetzt noch mehr Unzufriedenheit riskiere. Der hat Glück. Geschwindigkeit nicht so viel. Ja, den nehmen wir da. Sie, Entschuldigung, sie nehmen wir da. Und der Frühling ist gekommen. Wir haben ja zwei Winter jetzt im Stream durchgemacht. Ist die Brauerei in Reichweite von Wasser? Ja. Das ist schon mal sehr gut gemacht. Das ist wichtig fürs Feuerlöschen. Wenn Feuer ausbricht, muss ein Brunnen in Reichweite sein, damit das Feuer effizient gelöscht werden kann. Ui, das schaut da nicht gut aus. Das schaut da nicht gut aus. Dann müsste ich mit denen etwas nach unten mich begeben. Oder ich setze von oben an. Setz mal hier von oben an. So, das ist eine Straße. Ach so, da überschneidet sich schon. Besser kriege ich es jetzt nicht hin. Ja, ich habe leider vergessen, die Brunnen vorher zu setzen. Aber ist halt mit dem Kreis auch nicht so leicht. Das muss man sagen. So, die zwei Häuser werden gebaut. So, meine Gatherer werde ich jetzt besetzen. Nee. Da braucht man gerade gar keinen. Wenn die Steinmine würde ich gerne noch ein paar Leute schicken. Und ja, ich weiß halt nicht, ob es jetzt was bringt. Wenn jetzt sage ich mal hier, die gehen hier runter, bringen das hier in das Lager
Und die anderen holen sich das dann hier von dem Lager. Keine Ahnung, ob das so funktionieren kann. Weil die Lager kann ich selbst nicht einteilen. Neue Schildehammer. Der verschwundene Dolch, wieder einmal. Die haben auch viele einzigartige Dolche. Ja, brauche ich überhaupt Kohle? Bitte sei du eine Kohlemine. Ich weiß nicht, sie ist noch nicht fertig. Aber 40 Silber darf es bezahlen. Komme ich auch wieder ein bisschen zu Kohle. Ah, jetzt muss ich dann schon langsam was machen. Das Futter sinkt stetig. Die jetzt schon angefangen. Ja, ich glaube, das könnte man eigentlich eine Saison auslassen. Aber ja. Macht nichts, ist er so. Ist so und bleibt so wie Disco mit Lightshow. Brauchen wir jetzt noch 5 Punkte. Naja, es kann jetzt ein bisschen dauern, bis wir die jetzt dann erreicht haben. Und meine Lieben, ich sehe gerade, ich habe die 2 Stunden schon überschritten. Ich werde dann hier jetzt einen Save machen, einen Break machen. Bis zum nächsten Mal. Komisch, warum erscheint meine Fahne nicht, also meine Flagge nicht mehr im Safe? Aber passt schon. Tja, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Mir gefällt es tierisch gut, das Aufbauen des Wikinger, der Wikinger Stadt, des Wikinger Dorfes. Und ja, wir machen dann bald weiter. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen bei Warhammer für die Chatbegleitung. Wenn du noch dabei bist, ich habe überlegt, heute noch ein bisschen Warhammer 3 zu streamen, aber ich glaube eher nicht. Ich bin jetzt schon ein bisschen müde und eventuell morgen. Vielleicht machen wir morgen wieder eine Runde Warhammer am Abend. Aber auch dir, schönen Abend, schlaf gut und ja, wir sehen uns. Baba.